So kennt man Kanu Junioren Nationalmannschaft wohl am meisten, mitten in ihrem Element. Nur, warum ist ihr Element diesmal gefroren? Kanu, weil die Wasserabfahrtsnationalmannschaft hat dieses Jahr das grosse Ziel, an der Junioren- und U23-WM in den USA teilzunehmen. Damit wir dort auch wieder an unsere tollen Resultate von den letzten Jahren anschliessen können, müssen wir jetzt den Grundstein legen mit dem Wintertraining. Für die Weltmeisterschaften der besten Abfahrer kommenden August in North Carolina trainieren unsere Jungs und Mädels hart. Egal, ob mit Langlaufskis oder mit dem Kanu. Jeder Athlet weiss, warum er schwitzt und beißt. Ich bin Linus und mein Ziel ist, in die Top 7 zu fahren. Ich bin Smelly und mein Ziel ist, eine Medaille im Klassisch und im Sprint zu holen. Ich bin Samuel, mein Ziel ist Top 10 und mich lieber den Benni zu schlagen. Sich zu qualifizieren und seine Ziele zu erreichen, ist kein einfacher Weg. Und auch wenn unsere Athleten sehr fit sind, ist es doch ein viel verlangt, die Anreise über den Atlantik gerade per Kanu selber zu machen. Für ihre Unterstützung sind unsere Kanuten gerne bereit, diverse Gegenleistungen zu erbringen. Six. Ich nehme sie mit auf eine Wildwasserfahrt auf den Engelbergrand. Meine Gegenleistung ist eine Kanadierfahrt durch die Stadt Solothurn. Wir kommen für dich auf Fensterputzen. Als Gegenleistung bin ich ein Zügelhilfe bei euch im nächsten Umzug. Meine Gegenleistung ist, dass ich dein Auto putzen kann. Gerne oben ohne. Sie sehen, an Ideen fehlt es nicht. Die Junioren-Kanu-Nationalmannschaft Wildwasserabfahrt hat in den letzten Jahren mehrfach mit Titel, Medaillen und Top 10 Plätzen gezeigt, was sie hat. Ein Trend, der auf einem fernen Kontinent anhalten sollte. Daher möchten wir sie auffordern, die jungen Athleten und Athletinnen zu unterstützen, damit ihre Träume auch in den USA einen Höhenflug erleben können.